Da ist dieses Geräusch. Unbemerkt schlagen sie meistens in der Nacht zu, die Stechmücken. Mit ihrem langen Rüssel zapfen sie uns an und saugen, was das Zeug hält. Allerdings ist das Blut nicht ihre Ernährung, wie viele meinen. Das Blut, was gesaugt wird, das ist für die Eiablage wichtig. Hier sind bestimmte Eiweiße erforderlich, die eben für die Eier bestimmt sind. Und pro Blutmahlzeit kann ein Stechmückenweibchen etwa 100 Eier produzieren. Während die einen sehr selten gestochen werden, sind andere ständig betroffen, heißt zusammengestochen. Nicht ohne Grund, denn auch Stechmücken haben Vorlieben. Bestimmte Insekten gehen auf bestimmte Körpergerüche, zum Beispiel Schweiß und auch die Zusammensetzung von Fettsäuren und Ammoniak, die ein Individuum ausstößt, werden unterschiedlich erkannt von den Insekten und da gibt es bestimmte Vorlieben. Und im Nahbereich, wenn dann die Insekte ihren Wirt gefunden hat, da geht es dann auch noch um Körpertemperatur. Menschen, die einen höheren Blutdruck haben und eine höhere Körpertemperatur, werden besser von den Stechmücken erkannt. Angst braucht man aber keine zu haben, denn gefährlich sind die Biester nicht. Bisher übertragen die hiesigen Stechmücken in seltenen Fällen mal Borrelien. Ansonsten ist es überwiegend lästig. Aber natürlich kann man auch vorbeugen. Und da gibt es durchaus Produkte, die richtig gut schützen. Es hängt vom Wirkstoff ab. Also die Produkte, die Icaridin und DEET enthalten, die sind tatsächlich wirksam und bieten Schutz über mehrere Stunden. Gerade die natürlichen Produkte, die Geraniol oder Citral oder Lavendelöl enthalten, die sind leider völlig unwirksam. Wie übrigens auch die sogenannten Insektenschutzbänder. Für alle Geplagten gibt es aber Hoffnung. Wenn die klimatischen Bedingungen ungünstig werden, also beispielsweise wenn es kälter wird, fliegen die Stechmücken auch nicht mehr so. Und der Fortpflanzungszyklus ist dann, wenn die Wassertemperaturen unter 10 Grad sinken, dann gestoppt. Bis dahin haben Stechmücken aber bevorzugte Plätze. Wenn Sie diese Plagegeister nicht als Gartenbewohner haben möchten, einfach ein paar Dinge beachten. Also die stehenden Gewässer sind eben der vorrangige Brutplatz. Die sollte man beseitigen, also beispielsweise die Regentonne sollte einen Deckel haben, idealerweise. Blumenkästen, Blumentöpfe, in denen sich Wasser gesammelt hat, sollen regelmäßig umgedreht werden. Stehende Pfützen idealerweise mit Sand zugeschüttet werden. Und individuell kann man sich natürlich auch schützen durch lange Kleidung, die auch dicht gewebt ist, und die freiliegenden Körperareale mit sogenannten Insektenrepellenzien benetzen. Wobei hierbei wichtig ist, dass nur auch die eingeriebene Haut hier geschützt ist. Die Repellenzien haben keine Fernwirkung. Stehende Gewässer vermeiden und ansonsten Mückenspray verwenden. Dann kommen sie weitestgehend geschützt durch den restlichen Sommer.